Heute das Thema Strafstoß, ja oder nein. Es geht um das Thema Schwalbe, ein Thema, was auch im Amateurfußball leider immer wieder mal vorkommt. Gut hier, dass der Schiedsrichter diese Schwalbe erkennt. Er rückt aus seiner Position zunächst am Strafraum rechts Richtung Mitte ein, um einen guten Einblick in die Situation zu bekommen und sieht dann, dass der Spieler ohne Kontakt ganz bewusst zu Boden geht, um den Strafstoß hier rauszuholen. Der Abwehrspieler in Gelb, das sieht man hier ganz deutlich auch nochmal in Zeitlupe, zieht sogar noch bewusst sein Bein zurück. Hier muss die gelbe Karte kommen. Die gelbe Karte kam auch durch den Schiedsrichter und deswegen ist der indirekte Freistoß und die Verwarnung die korrekte Entscheidung.